Herzlich willkommen zu dem Oster-Special-Yoga. Wir machen heute eine Vinyasa-Flow-Stunde. Und komm bitte zum Anfang in einen bequemen Sitz. Das kann ein Schneidersitz sein, so wie ich jetzt hier hocke. Du kannst aber auch in einen Fersensitz kommen. Oder sonst in eine Position, die für dich angenehm ist. Und dann legst du deine Hände auf deine Knie, Handflächen nach oben. Und bringst deine Zeigefinger und Daumen zusammen ins Chin Mudra. Machst deine Augen zu und fasst dich an aufrichten. Entspann deine Schultern und entspann dein Gesicht. Fasst auch durch die Nase ein- und ausatmen. Und dann vertiefst deine Atemzüge. Startest mit der Ujjayi-Atmung. Du musst deine Kehle ganz leicht verengen, sodass ein feines Geräusch entsteht beim Ein- und beim Ausatmen. Wir arbeiten heute ein bisschen an den Rotationen. Wir machen ein paar Twists. Passend zum Frühlingsbeginn. Um den ganzen Entgiftungsprozess ein bisschen anregen. Und dann mit der nächsten Einatmung bring deine Arme über die Seite nach oben, Richtung Himmel, bringst die Handflächen zusammen und mit der Ausatmung führ deine Hände vor dein Herz. Das Namaste. Wiederhol, einatmen, streck den Arm auf die Seite, spreiz deine Finger, Handflächen, die sich berühren und ausatmen, bring deine Hände vor dein Herz. Einatmen, grossen Kreis, du kannst gerne auch noch aufschauen. Ausatmen, Hände ins Zentrum, vielleicht behaltest du die Augen zu, so wie ich, wenn es dich vielleicht sogar auch ein bisschen durch die Blenden von der Sonne, sonst kannst du sie auch aufmachen. Versuche ganz bei dir zu bleiben, in deiner Bewegung. Und dann ausatmen, führ deine Hände vor dein Herz. Dann einatmen, streck deine Arme gerade nach oben. Blick nach oben und dann ausatmen, dreh dich auf die rechte Seite. Wir gehen in einen ersten Twist. Einatmen, streck deine Arme nach oben. Ausatmen, rotier auf die linke Seite, Schultern senken, den Nacken schön lang lassen. Einatmen, auch das wiederholst du ein paar Mal. Mit der Ausatmung in den Twist und mit der Einatmung zurück in die Streckung. Sitzbeinhöcker bleiben schön geerdet. Und du rotierst immer nur vom Bauchnabel aufwärts. Das ist eigentlich das, was du dir kannst merken kannst, wenn du möchtest rotieren und twisten, dass das Becken und Bein ruhig bleiben, die Hüfte, und die Verdrehung nur oberhalb vom Bauchnabels stattfindet. Dann einatmen, komm zurück in die Mitte, Blick nach oben richten und ausatmen, führ deine Hände nochmal vor dein Herz. Du kannst deine Augen schließen und wenn du möchtest, setzest du dir ein Intention für deine Yoga-Praxis heute. Was brauchst du gerade? Was braucht dein Körper? Willst du dich vielleicht ein bisschen fordern heute? Oder möchtest du vielleicht besonders auf deinen Körper hören heute und Acht geben? Oder vielleicht kommt dir auch etwas ganz anderes in Sinn? Dann kannst du deine Augen öffnen, entspannst deine Arme, bring deine Füße nach vorne. Du kannst die Füße aufstellen und hast dich dann unter deinen Knien, machst einen langen, geraden Rücken, lüpf dein Herz und mit der Ausatmung runden Rücken. Mit der Einatmung zieh dich vorne zu deinen Knien, lüpf dein Herz und ausatmen, runden Rücken, einatmen, strecken. Und ausatmen, rund werden, bis vielleicht die Arme gestreckt sind. Wenn du noch etwas mehr möchtest, machst du das Ganze ohne Hände, löst sie
Und dann ausatmen, vielleicht sogar noch etwas tiefer. Und einatmen, du kannst deine Arme noch aufstrecken. Ganz ohne Schwung, lang ausatmen und möglichst genauso lang wieder einatmen. Noch dreimal ausatmen, rund werden. Einatmen in die Streckung. Und noch zweimal ausatmen. Und einatmen hoch, noch einmal so ausatmen. Und einatmen hoch und dann komm wieder in einen Twist, rotiere auf eine Seite. Kannst dich voran die Knie heben, hinten die Hand schön aufstützen, lüpf dein Herz. Ganz eine stolze Haltung. Dann einatmen, die Arme nach oben strecken und ausatmen. Komm wieder in einen runden Rücken. Einatmen, Arm hoch, gerade Rücken und ausatmen, rotiere auf die andere Seite, in deinen Twist. Bauchnabel fein einziehen. Dann einatmen, Arm zurück in die Höhe. Ausatmen, wir werden wieder rund und machen das ebenfalls ein paar Mal. Wieder strecken und dann in den Twist ausatmen. Einatmen in die Mitte zurück. Wieder rund werden mit der Ausatmung. Einatmen in die Mitte zurück. In den Twist. Ausatmen, strecken und wieder für den Rumpf ausatmen. Einatmen hoch. Wiederhol in deinem Atemrhythmus. Konzentriere dich primär auf deine Atemzüge. Und dann wiederhol noch einmal beide Seiten. Dann komm zurück in die Mitte, streck deine Arme gerade nach oben, ausatmen, Arme senken. Kannst deine Beine überkreuzen, dann wechselst du in Vierfüßlerstand, kommst auf deine Hände und auf deine Knie. Und dann gehen wir durch ein paar Cat Cows mit der Einatmung, komm in ein hohes Kreuz, den Blick nach vorne. Und mit der Ausatmung wirst du wieder rund. Einatmen, Bauch nach oben schieben, den Blick nach vorne. Und ausatmen, streck dich wie eine Katze. Noch einmal so, einatmen, hol Kreuz. Ausatmen, runden Rücken. Dann einatmen, streck dein rechte Bein nach hinten, Blick nach vorne. Und ausatmen, zieh dein Knie zu deiner Nasenspitze. Noch zwei, einatmen, Bein strecken. Halt beide Arme gestreckt. Ausatmen, runden Rücken. Noch eins einatmen und ausatmen, zieh dich nochmal rund zusammen und dann löse das Knie ablegen. Dann löse die rechte Hand mit der nächsten Einatmung, bring den rechten Arm über die Seite hoch und mit der Ausatmung Arm senken. Schiebe ihn unter dem linken Arm durch und dann kannst du den Kopf ablegen oder deine Schläfe. Und schaust, dass du mit der rechten Schulter ein bisschen Kontakt hast zum Boden, dass du auch ein bisschen gegendrücken kannst. Dann streck dein linke Bein aus, kannst dich sicher aufstützen und atmest in den Twist, ein und aus. Lenk deine Atmung zuerst in den Bauchraum und dann noch ein bisschen weiter rauf in den Herzraum. Bei der Ausatmung probier zuerst den Bauchnabel wieder sanft zurückziehen. Und dann den Brustkorb wieder ein bisschen verengen. Noch einmal hier einatmen. Und ausatmen. Das Knie wieder zurückziehen, neben das rechte. Und dann drück die linke Hand fest in den Boden. Bring den rechten Arm über die Seite hoch. Einatmen. Und ausatmen, rechte Hand zurück. Dann wechseln die Seite, streck das linke Bein aus. Einatmen, Blick nach vorne. Und ausatmen, wirst du wieder rund im Rücken. Arme bleiben gestreckt. Einatmen, Beine strecken, Blick nach vorne. Und ausatmen,
rund werden. Noch einmal so einatmen. Und ausatmen. Dann löse das Knie senken. Jetzt löse ich die linke Hand. Du kannst die Finger ein bisschen öffnen. Atme ein hoch. Dann ausatmen. Komm mit Twist. Schieb den linken Arm unter dem rechten durch. Und dann kannst du dein linke Ohr ablegen. Stütze dich jetzt mit der rechten Hand vor dem Gesicht ein bisschen ab. Und wenn du die Balance hast, kannst du auch hier anfangen, jetzt dein rechte Bein ausstrecken, sich aufstellen. Schieb die Fersen nach hinten, weg von deinem Körper. Dann spürst du vielleicht eine kleine Dehnung in deinem Wädli. Noch einmal einatmen, bleiben. Und dann ausatmen, zieh dein rechte Knie wieder zurück auf deine Matte. Drück die rechte Hand in den Boden. Und dann ziehst du den linken Arm über die Seite hoch auf. Schön öffnen. Und ausatmen, bring deine linke Hand zurück in den Vierfüßlerstand. Dann komm in die Stellung vom Kind, Balasana. Schieb dein Gesäß zurück Richtung Fersen. Und dann kannst du, wenn du möchtest und wenn es angenehm ist, deine Stirn senken. Die Arme wahlweise davor lassen, neben dem Kopf, oder nimmst sie zurück neben deine Beine. Lenk deine Atmung zuerst in den Bauchraum. Vielleicht spürst du, wie sich die Bauchdecke von da von wölben. Und dann weiter auf in den Herzraum. Vielleicht spürst du, wie sich der Brustkorb dort weiter. Ausatmen, zieh den Bauchnabel sanft zurück. Und das Brustbein wieder senken. Streck deine Arme nach vorne. Roll auf in den Vierfüßlerstand. Und dann ausatmen, schieb dein Becken nach vorne. Und dann schau auf die rechte Seite. Einen kleinen Twist. Und ausatmen, wieder den Blick nach vorne richten, wechseln nach links, einatmen, über die Schultern, den Blick nach hinten richten und ausatmen, wieder gerade, in der rechten Seite, einatmen. Wenn du zusätzlich möchtest, schlüpf den rechten Fuß. Und vielleicht siehst du aus dem Blickwinkel deine Fußspitze. Ausatmen, zurück in die Mitte und wechseln. Vielleicht den linken Fuß schlüpfen, dreh dich nach hinten, ausatmen, wieder zurück und nochmal beide Seiten wiederholen, mit oder ohne Fuß. Du wählst, was für dich gerade stimmt. Nochmal in Twist, linke Seite und ausatmen zurück. Dann kannst du deine Zehen aufstellen, die Rippenbögen schliessen. Der obere Rücken ist fast gerundet und dann kannst du Beine strecken, kommst in ein Brett. Atme Stirn ein und atme Stirn aus. Nochmal einatmen, behalte den Nacken schön lang. Dann ausatmen, schieb das Gesäß hinten rauf. In Hund, der nach oben schaut. Dann kannst du hier ein bisschen laufen am Platz. Das ist alle Gelenke wie so ein bisschen einbalsamieren mit sanften Bewegungen. Und dann wirst du wieder ruhig in deinem Hund. Du kannst die Beine ein bisschen biegen und schieb deinen Sitzbeinhöcker hinten rauf. Löse mit der nächsten Einatmung deine rechte Hand und bringst sie an die Aussenseite von deinem linken Bein. Wir gehen wieder in einen Twist, Bauchnabel fein einziehen und dann schau auf deine linke Seite. Unter die Achseln durch. Achte auf die Hüfte, die möchtest du gerade lassen. Ausatmen, rechte Hand wieder zurück in den Hund und dann wechselst du die Seite. Bringst die linke Hand an die Aussenseite von deinem rechten Schienbein oder vielleicht auch ein bisschen weiter oben, je nach Beweglichkeit. Schau in den Himmel, genieße die Farbe. Und dann wieder zurück in den Hund. Dann lauf mit den Füßen nach vorne, kleine Schrittli. Da kannst du natürlich auch ein bisschen in die Knie gehen
und laufst zwischen deine Hände. Komm in eine halbe Vorbeuge, Ardha Uttanasana, und mit der Ausatmung in eine Vorbeuge. Uttanasana. Einatmen, lange gerade Rücken. Kannst dich stützen mit den Händen. Ausatmen, entspann den Oberkörper. Zwei, dreimal im Atemrhythmus. Bei der Einatmung streck dich. Und bei der Ausatmung entspann den ganzen Oberkörper. Vielleicht gehst du auch ein bisschen Knie. Synchronisier die Bewegung mit deinen Atemzügen. Nochmal einatmen, Rücken strecken. Ausatmen, entspannen in den Vorbeugen. Dann komm ein bisschen in die Knie und dann kannst du dich auch aufrollen. Einatmen, langsam hoch. Und dann streck deine Arme über die Seite nach oben. Du kannst genau so bleiben, wie du bist. Nach vorne ausgerichtet. Ich drehe mich nur, damit du mich siehst. Streck deine Arme nach oben, einatmen. Und dann ausatmen. Wir gehen wieder in einen Twist. Such die Hüfte gerade zu lassen. Arme senken. Dann einatmen. Streck deine Arme nach oben. Und ausatmen. Andere Seite. Einatmen hoch. Und ausatmen in Twist. Schöne Spannung in den Arm und sogar in den Finger. Und wieder wechseln. Einatmen, komm zurück in die Mitte. Dann pack mit der linken Hand dein rechte Handgelenk. Streck den Arm und neig dich auf die Seite. Du kannst den Blick noch aufrichten. Balancieren. Vielleicht sogar die Hüfte ein bisschen überschieben. Einatmen, komm zurück in die Mitte, wechselst, pack mit der rechten Hand dein linke Handgelenk. Streck den Arm noch ein bisschen mehr und aus dieser Länge neig dich nach rechts. Brustkorb bleibt geöffnet, du kannst, wenn das Ballos zulässt, nach oben schauen. Einatmen, komm zurück in die Mitte und ausatmen, entspann deine Arme, Schultern kreisen, einatmen, hochziehen zu den Ohren und wieder tief. Und zweimal einatmen, ausatmen tief. Einatmen, grosser Kreis, ausatmen tief. Und dann bring deine Füße nicht zusammen, mach dich parat für den Stuhl. Utkatasana, komm in die Knie, streck deine Arme gerade nach vorne. Und du kannst dich da richtig schön tief setzen. Schieb die Knie möglichst weit zurück, das Gesäß weit zurück. Einatmen. Und ausatmen bleiben. Noch zweimal einatmen in den Bauchraum und in den Herzraum. Ausatmen, zieh den Bauchnabel zurück. Brustbein tief, einatmen. Und mit der nächsten Ausatmung bring deine Hände ins Anjali Mudra und dann rotiere auf die linke Seite. Bring den rechten Ellbogen über dein linke Knie. Brustkorb nach vorne schieben. Atmen. Optional kannst du deine Arme öffnen. Nochmal einatmen. Und dann ausatmen. Bring deine Hände wieder zusammen. Zurück in die Mitte. Finger verschränken. Streck deine Arme nach vorne. Oberarme sind neben den Ohren. Vielleicht gehst du noch etwas tiefer. Hier nochmal heben, einatmen. Nochmal heben, ausatmen. Dann einatmen, bring deine Hände wieder ins Namaste und dann rotiere auf die andere Seite. Linke Ellbogen über das rechte Knie. Halt die Knie schön parallel, somit auch die Hüfte. Und atmen. Entspann dein Gesicht. Lenk deine Atemzüge. Wenn du möchtest, öffnest deine Arme. Schau, dass du unter den Kontakt behaltest, zum Knie oder zum Oberschenkel. Nochmal einatmen und ausatmen, Handflächen zusammen. Bring den Oberkörper zurück in die Mitte. Nochmal die Arme, Finger verschränken, streck deine Arme. Und dann ausatmen, streck deine Beine. Schau nach oben, so deine Hände
Und dann kommt eine sanfte Rückbeuge. Zieht den Arm leicht zurück, lüpft dein Herz. Und dann ausatmen, Arm über die Seite senken. Dann verschränkt deine Finger hinter dem Gesäß. Nochmal das Herz lüpfen, einatmen. Und ausatmen, kommst in eine Vorbeuge. Da kannst du auch ein bisschen Knie gehen. Und jetzt probier mal die Faust ein bisschen wegschieben von deinem Gesäß nach oben. Und dann kannst du das Bein im Wechsel strecken, biegen. Und dann die Arme langsam lösen. Der nächste Einatmung kommt in die Knie, fast wie vorher im Stuhl. Und dann streckt der Arm auf die Seite und komm hoch zum Stand. Ausatmen, bring deine Hände vor dein Herz. Und dann sind wir genug warm für ein paar Sonnengrüße. Und zentriere dich da ein Moment. Atme für dich durch die Nase ein und aus. Schau, wie es dir geht, wie du magst, wie sich der Körper anfühlt. Vielleicht spürst du auch deinen Herzschlag. Und mit der nächsten Einatmung starten wir. Bring deine Arme über den Kopf. Urdhvahastasana. Und mit der Ausatmung in die Vorbeuge. Uttanasana. Mit der Einatmung in eine halbe Vorbeuge. Und ausatmen, Oberkörper senken. Bringst deine Hände tief oder die Fingerspitze. Und dann den rechten Fuß nach hinten. Senk dein rechte Knie. Dann Lowlunge, Anjaneyasana. Streck deine Arme gerade nach oben. Ausatmen, Hände tief. Wir wechseln in Hund, der nach oben schaut. Füße hüftbreit. Wir machen heute ein paar Variationen in unseren Sonnengrüßen. Einatmen, komm für ins Brett. Und ausatmen, Knie senken, Ellbogen biegen, komm langsam auf den Bauch. Einatmen, Cobra. Und ausatmen, Oberkörper senken. Dann kannst du die Füße aufstellen. Und schiebst dich mit oder ohne Knie zurück in ein Brett. Hier nochmal einatmen, heben. Dann ausatmen, schieb dein Gesäß hinten auf den Hund, der nach oben schaut. Durch die Nase einatmen. Durch deine Nase ausatmen. Dann einatmen, ein bisschen Knie gehen, schau nach vorne zu den Händen. Du kannst vorne laufen. Oder wenn du möchtest, für eine Gumpe. Kommst in eine halbe Vorbeuge, Ardha Uttanasana. Und ausatmen, die volle Vorbeuge. Einatmen, ein bisschen Knie gehen, streck den Arm auf die Seite, nach oben. Kommst zum Stehen, ausatmen, Namaste. Einatmen, streck deine Arme, Bauchnabel fein einziehen, kleine Rückbeuge. Ausatmen, komm in die Vorbeuge. Einatmen, eine halbe Vorbeuge. Und ausatmen, Oberkörper senken. Dann den linken Fuß nach hinten, einen weiten Ausfallschritt. Senk dein linke Knie. Streck deine Arme nach oben, Anjaneyasana. Und dann ausatmen, Hände tief, zurück in den Hund, der nach oben schaut. Einatmen, in ein Brett. Ausatmen, mit oder ohne Knie, langsam tief. Cobra, einatmen. Und ausatmen, tief. Stell deine Füße auf, wechsel in ein Brett. Da kannst du immer auch Knie brauchen. Ausatmen, in Hund, der nach oben schaut. Entspann dein Gesicht, einatmen, heben. Und ausatmen und dann den Blick nach vorne nehmen. Du kannst vorne laufen oder vorne gumpen. Halbe Vorbeuge. Ausatmen, volle Vorbeuge. Mit der Einatmung komm hoch, streck deine Arme. Überall ein bisschen Spannung. Und ausatmen, Hände vor dein Herz. Gerade wieder einatmen. Und ausatmen, komm mit Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, Fingerspitze tief, rechte Fuß nach hinten. Atmest ein, senk dein Knie, lüpf deine Arme. Dann ausatmen, wir hängen noch etwas an. Bring deine Hände ins Namaste, rotiere auf die linke Seite, rechte Ellbogen
übers Knie. Im ganzen Atemzug bleiben oder einen Zyklus. Einatmen, Hände zurück auf die Matte, streckt das rechte Bein. Ausatmen, linke Fuß zurück. Wir gehen in den Hund. Mit der Einatmung in ein Brett. Ausatmen, komm mit. Oder ohne Knie tief. Cobra, oder wenn du möchtest, in den Hund, der nach oben schaut. Und dann ausatmen, von der Cobra nochmal ganz absenken. Vom Abdog kannst du direkt ins Brett kommen. Atmest hier ein. Und ausatmen, schieb zurück in den Hund, der nach oben schaut. Wenn du mal eine Pause brauchst, kannst du auch gerne in Child's Pose kommen. Also einfach die Knie senken und ein Moment entspannen. Dann einatmen, wir gehen weiter. Schau nach vorne, lauf oder spring an den vorderen Mattenrand. Gerade in die halbe Vorbeuge. Ausatmen, volle Vorbeuge. Einatmen, komm hoch. Schieb das Gesäß nach hinten und deine Knie. Ausatmen, Hände vor dein Herz. Einatmen, Urdhvahastasana. Ausatmen, volle Vorbeuge, Uttanasana. Einatmen, halbe Vorbeuge, Ardha Uttanasana. Ausatmen, wieder zurück. Bring den linken Fuß nach hinten. Einatmen, Knie senken, Arme kommen hoch. Anjaneyasana zum Strecken. Und dann ausatmen für den Twist. Hände ins Anjali Mudra, bring den linken Ellbogen über das rechte Knie. Hier ein bisschen mit Druck und Gegendruck schaffen. Schau, dass das Knie nicht nach innen geht. Halt dein rechte Knie schön über dem Fußgelenk. Dann einatmen, rotiert zurück in die Mitte, die Hände tief, das hintere Bein strecken. Ausatmen, rechte Fuß zurück, Hund, der nach oben schaut. Durch Vinyasa einatmen in ein schönes Brett. Ausatmen, komm mit oder ohne Knie tief. Cobra oder ein Hund, der nach oben schaut. Einatmen, ausatmen, mach dich auf den Weg zurück ins Brett. Nochmal heben und einatmen. Ausatmen, Hund, der nach oben schaut. Durch die Nase einatmen. Vielleicht einmal die Schulter ein bisschen lockern. Durch deine Nase ausatmen. Einatmen, schau nach vorne zu den Händen, lauf oder spring. Halbe Vorbeuge. Ausatmen, volle Vorbeuge. Mit der Einatmung komm hoch. Ausatmen, bring deine Hände vor dein Herz. Einatmen. Und ausatmen tief. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, Hände senken, rechte Fuß zurück, senk dein Knie, lüpft deine Arme, einatmen und ausatmen in einen Twist. Da bleiben oder wenn du noch etwas mehr möchtest, schau, ob das hintere Bein strecken kann. Schön in diesem Twist bleiben und atmen. Einmal ein und einmal aus. Einatmen, Hände zurück auf die Matte, bring den linken Fuß nach hinten, Hund, der nach oben schaut. Einatmen in ein Brett, ausatmen mit oder ohne Knie tief. Cobra oder der Hund, der nach oben schaut. Ausatmen, machst dich zurück in ein Brett. Heben, einatmen im Brett. Ausatmen, Hund, der nach oben schaut. Durch die Nase einatmen, schieb deine Sitzbeinhöcker hinten rauf. Durch die Nase ausatmen. Einatmen, gehen auf den vorderen Mattenrand. Du kannst springen oder gemütlich laufen. Ausatmen, komm mit Vorbeuge. Einatmen, Arm auf die Seite strecken, dann nach oben. Ausatmen, bring deine Hände vor dein Herz. Noch einmal einatmen, Urdhvahastasana, streck dich. Ausatmen, komm mit Vorbeuge. Einatmen, eine halbe Vorbeuge. Ausatmen, komm wieder zurück. Linke Fuß in Ausfallschritt, senk dein Knie, Arm kommt hoch. Einatmen. Dann ausatmen, in Twist, linke Ellbogen über das rechte Knie.
schau auf die rechte Seite, entweder bleiben oder streck das linke Bein durch. Nochmal einatmen und noch einmal ausatmen. Einatmen, Hände senken, rechte Fuß zurück, Hund, der nach oben schaut. Einatmen in ein Brett. Und ausatmen, komm langsam tief. Cobra oder Hund, der nach oben schaut. Einatmen, ausatmen, wechsel ins Brett. Bleib nochmal eine Einatmung. Ausatmen, erst dann zurück in den Hund, der nach oben schaut. Ein Atemzyklus bleiben, entweder ganz ruhig oder vielleicht mit ein bisschen Bewegung, um alles ein bisschen lockern. Einatmen, schau nach vorne zu den Händen, lauf oder spring am vorderen Matterrand. Ardha Uttanasana. Und ausatmen, entspann in der Vorbeuge. Einatmen, hoch, Arme über die Seite. Ausatmen, bring deine Hände vor dein Herz. Und dann bring deine Arme neben den Körper und entspann einen Augenblick. Du kannst sehr gerne die Augen schließen und ein Moment nachspüren. Was haben die paar Sonnengrüße bewirkt im Körper und im Geist? Du das einfach mal beobachten. Wir gehen weiter. Einatmen, öffnest deine Augen, streck deine Arme über die Seite nach oben. Und dann ausatmen, komm zurück in die Vorbeuge. Einatmen in eine halbe Vorbeuge. Ausatmen, bring deine Hände tief. Jetzt gehen wir direkt in den Hund. Du kannst hinten laufen oder, wenn du genug warm hast, hinter den Gumpen. Hund, der nach oben schaut. Adho Mukha Svanasana. Dann einatmen, lüpf dein rechte Bein hinten rauf. Ausatmen, zieh dein rechte Knie zu deiner Nasenspitze. Einatmen, Bein wieder hinten aufstrecken, dreibeiniger Hund. Ausatmen, zieh dein Knie zu der Nasenspitze. Noch einmal, einatmen hoch, wenn du möchtest, öffnest deine Hüfte. Ausatmen, zieh das Knie führen. Und dann bring den Fuß zwischen deine Hände. Senk dein linke Knie, Fuß kannst ablegen, Anjana Yasana. Arm nach oben strecken, einatmen, ausatmen, komm wieder in einen Twist, linke Ellbogen über das rechte Knie. Und dann kannst du langsam den linken Fuß wieder aufstützen und dein Bein strecken. Nochmal einatmen und nochmal ausatmen. Mit der nächsten Einatmung richtest du den Oberkörper auf, bleib in dem Twist. Und dann streck den linken Arm nach vorne, den rechten Arm nach hinten. Schau nach vorne zu deiner linken Hand und dann zieh den linken Arm hoch nach oben. Kleine Rückbeuge mit Twist. Und dann ausatmen. Bring die linke Hand tief. Streck den rechten Arm gerade nach oben. Und dann dreh deine Zehen auf die rechte Seite. Und dann kommst du ins seitliche Brett, rechts, rechte Bein über das linke. Dann schieb deine Hüfte gerade nach oben. Wenn die Balance zulässt, Blick nach oben richten. Nochmal einatmen, heben. Und dann ausatmen, komm zurück ins Brett. Chaturanga Dandasana oder Knie tief. Cobra oder ein Hund, der nach oben schaut. Einatmen, ausatmen, wechsel ins Brett. Einatmen und ausatmen, Hund, der nach oben schaut. Mit der Einatmung Blick nach vorne zu den Händen. Lauf oder spring in eine halbe Vorbeuge. Und ausatmen, komm in die volle Vorbeuge. Mit der Einatmung hoch, Arm über die Seite. Ausatmen, bring deine Hände vor dein Herz. Dann machen wir hier gerade ein bisschen Balance. Bring den rechten Fuß in die Stellung vom Baum. Hände ins Namaste. Schau, das Knie schön öffnen auf die Seite und die Hüfte ein bisschen vorne schieben. Der Baum ist deine Option Nummer 1. Du kannst gerne hier unten bleiben. Oder, wenn du noch etwas ausprobieren möchtest, vielleicht
Dann wechselst du die Fußposition, bring den rechten Knöchel über den Oberschenkel und dann setzt du dich da wie auf ein Stühle. Figure 4. Ellbogen senken. Und wenn das gut geht, probier vielleicht auch hier mal einen kleinen Twist, indem der rechte Ellbogen zum Fuß führst, zu der Sohle. Und vielleicht kannst du ihn noch reinlegen. Einatmen, komm zurück in die Mitte. Ausatmen, streck dein Bein, du musst dich nochmal aufrichten. Heben, heben, heben. Und dann zieh dein rechte Knie hoch. Einatmen, streck deine Arme noch auf. Du kannst die Hände öffnen. Und dann ausatmen, das rechte Bein strecken. Nochmal einatmen, bleiben. Ausatmen, alles tief. Spür kurz nach. Und dann fahren wir wieder weiter. Einatmen, bring deine Arme über den Kopf. Ausatmen, komm in eine Vorbeuge. Einatmen, eine halbe Vorbeuge. Ausatmen, volle Vorbeuge. Wir wechseln wieder in Hund. Du kannst laufen oder springen. Lass dich hier kurz ankommen. Lass dich hier erden. Wenn du lieber in die Stellung des Kindes möchtest, senk deine Knie. Und einen spannenden Augenblick. Du bist nicht besser oder schlechter, wenn du mal eine Pause gönnen. Das heisst nur, dass du auf deinen Körper hörst, wenn du mal eine Pause brauchst. Und dann starten wir wieder vom Hund, der nach oben schaut, für die zweite Seite. Mit der nächsten Einatmung läuft dein linke Bein, dreibeiniger Hund. Mit der Ausatmung ziehe dein Knie vorne zu der Nase, Spitzpaltarm gestreckt. Einatmen, zurück in dreibeinigen Hund. Ausatmen, nochmal genau gleich. Runden Rücken. Und eine letzte Runde einatmen. Jetzt kannst du auch gerne mal die Hüfte ein bisschen öffnen. Und dann ausatmen, zieh das Knie noch einmal zu deiner Nase spitz. Und dann stell den Fuß zwischen den Händen ab. Senk dein rechte Knie. Anjanayasana, Arme kommen hoch. Einatmen und ausatmen in einen Twist. Rechte Ellbogen über das Knie. Dreh den Brustkorb zu deinen Daumen. Je nach Beweglichkeit schieb deine Hüfte ruhig noch ein bisschen weiter führen. Behalte die Entspannung in deinen Oberschenkeln. Okay, und dann gehen wir in Wechsel. Du kannst für das übrigens auch gerne den Blick senken, den grossen Zehen anschauen zum Beispiel. Und dann streck vorsichtig dein rechte Knie. Bauchnabel fein einziehen. Atmen und heben. Und dann richtest du mit der nächsten Einatmung den Oberkörper auf. Genau, bis die Schultern über den Hüften hast. Und dann streck deine Arme nach vorne und nach hinten. Die Daumen kannst du nach oben drehen. Und dann dreh den Blick nach vorne. Einatme, die Vorderhandfläche nach oben drehen. Und dann zieh den rechten Arm nach oben in die Länge. Mit der Hinterhand kannst du dich stützen. Ich gehe hier noch mal ein bisschen tiefer. Einatme. Dann ausatmen, bring die rechte Hand tief, streck den linken Arm gerade nach oben. Und dann alle Zehen auf die linke Seite, kannst du mit dem vorderen Fuß zuerst einen Schritt zurück machen. Und dann komm ins seitliche Brett, Vasisthasana, das linke Bein über das rechte. Schieb deine Hüfte ein bisschen weg vom Boden. Brustkorb ist geöffnet, beide Beine gestreckt. Nochmal einatmen. Und ausatmen, kommt zurück ins Brett. Chaturanga Dandasana. Cobra oder Hund, der nach oben schaut. Ausatmen, wechsel ins Brett. Nochmal einatmen, heben. Ausatmen, Hund, der nach oben schaut. Einatmen, schau nach vorne zu deinen Händen. Lauf oder spring. In vordere Matterrand. An vordere Matterrand. Ausatmen, volle Vorbeuge. Einatmen, komm hoch, Arm über die Seite. Ausatmen, deine Hände vor dein Herz. Bleib, wie du bist. Und dann machen wir hier wieder unsere Balance-Sequenz. Bring den linken Fuß
in die Stellung vom Baum. Vrikshasana. Halte den unteren Fuß am Boden relativ entspannt. Probierst das Gewicht auf die Ganzsäule zu verteilen und denkst ein bisschen die Länge nach oben. Aufrechte Position. Deine Option zum Bleiben oder weitergehen. Du kannst übrigens auch hier einfach eine kleine Steigerung machen im Baum, wenn du zum Beispiel den Fuß mal probierst, ein bisschen weiter aufzunehmen. Und sonst kannst du dich bereit machen für das Figure 4, das Vieri. Bringst den Knöchel über den rechten Oberschenkel und fährst dich hier auf setzen auf dein imaginäre Stühle. Genau, Ellbogen noch etwas tiefer und vielleicht kannst du sie ablegen auf deinem Unterschenkel. Und wenn du einen Twist möchtest einbauen, musst du den Oberkörper wieder ein bisschen aufrichten und dann führ den linken Ellbogen zu deiner Fußsohle. Und den Blick auf die rechte Seite. Gut und gleichmäßig atmen. Und einatmen, kommt zurück in die Mitte. Ausatmen, streck die Stammbeine. Und dann einatmen, zieh dein Knie hoch auf. Streck deine Arme noch auf. Ausatmen, streck dein Bein nach vorne. Kannst den Fuß flexen. Nochmal einatmen, halten. Ausatmen, alles entspannen. Gut, Beinchen ausschütteln, Schultern lockern, vielleicht den Kopf ein bisschen neigen und den Nacken ein bisschen dehnen. Und dann fahren wir weiter. Einatmen, bring deine Arme über den Kopf und ausatmen, komm in eine Vorbeuge. Einatmen in eine halbe Vorbeuge. Ausatmen, Hände tief, lauf oder spring in Hund, wo noch runter schaut. Lass dich da wieder ankommen. Mit der nächsten Einatmung streck dein rechte Bein hinten auf. Ausatmen, zieh dein rechte Knie zu der Nasenspitze. Und dann kannst du es zwischen den Händen ablegen für die Taube. Pigeon Pose. Dass du einigermaßen stabil bist. Du kannst auch etwas unterlegen unter das rechte Gesäß. Und dann noch mal ein bisschen Strecke im Rücken. Einatmen und ausatmen. Wir gehen tief auf den Unterarm. Oder du kannst auch den Bauch ablegen. Auf deinem rechten Oberschenkel. Und einatmen, Oberkörper wieder aufrichten. Und Option, um hier zu bleiben. Oder bring deine Hände ins Namaste. Kleiner Twist, rotiere den Oberkörper auf die rechte Seite. Bring vielleicht den linken Ellbogen übers Knie. Oder wenn das zu viel ist, bring den linken Ellbogen einfach vor das rechte Knie, also auf die Matte. Und dann rotiere, drück den Ellbogen in den Boden oder gegen das Knie und schieb deine Brust nach vorne. Einatmen. Und noch einmal hier ausatmen. Mit der nächsten Einatmung Oberkörper wieder aufrichten. Und dann ausatmen, Hände senken. Und jetzt hackst du auf deine rechte Seite. Ziehst das hintere Knie ein bisschen führen. Hast beide Beine angewinkelt. Und dann bring deine rechte Hand. Hoppla. Bring deine rechte Hand hinter dein Gesäß. Und mit der nächsten Einatmung lüpft dein Becken. Und dann kannst du den linken Arm noch aufstrecken. Du machst einen grossen Kreis und dann das Becken wieder senken. Und zweimal einatmen, lüpft das Becken, Kreis, den Oberarm, eine schöne Rückbeuge. Ausatmen tief und noch einmal einatmen. Und ausatmen tief. Dann dreht den Oberkörper ein bisschen auf die Seite, dann kannst du das hintere Bein wieder ausstrecken. Und das rechte Bein lassen wir angewinkelt. Dann bring deine linke Hand vor dein Schienbein und streck den rechten Arm nach oben, Sidebend. Es kommt nicht darauf an, wie tief du kommst. Je nach Beweglichkeit kannst du vielleicht den Fuß heben. Vielleicht auch mit der oberen Hand, aber das ist nicht
nicht unbedingt das Ziel, sondern du möchtest hier in erster Linie geöffnet bleiben im Brustkorb. Du kannst auch nach oben schauen, zum Himmel oder zu der Tele, je nachdem, wo du gerade üben. Dann einatmen, komm zurück in die Mitte. Ausatmen, dreh den Oberkörper zu deinem linken Knie. Dann uns nochmal strecken, einatmen. Und dann ausatmen, komm in eine Vorbeuge. Und wir machen hier jetzt nicht unbedingt einen Twist, aber von der Idee her möchtest du mit dem Brustkorb so ein bisschen an die Aussenseite gehen von deinem ausgestreckten Bein. Einatmen, Oberkörper wieder aufrichten. Ausatmen, dreh den Oberkörper nach vorne, bring beide Hände tief. Dann kannst du den Hinterfuß aufstellen und streckst dein rechte Bein hinten auf. Dreibeinigen Hund. Wir gehen nochmal durch ein Vinyasa, vielleicht gerade so. Einbeinig und sonst kannst du den Fuß zurückstellen. Ins Brett einatmen, ausatmen, langsam tief. Cobra oder Hund, der nach oben schaut, einatmen. Ausatmen, wechsel ins Brett, heb nochmal eine Einatmung lang, ausatmen, Hund, der nach oben schaut. Nimm dir wieder ein Moment Zeit, um hier anzukommen oder entspann in der Stellung des Kindes. Zwei, drei Atemzüge. Wieder alles neutralisieren. Schau, was macht die Atmung? Wo bist du mit den Gedanken? Vielleicht musst du dich wirklich auch noch mal gedanklich ein bisschen zentrieren. Schau, dass du dich möglichst auf die Atemzüge konzentrierst. Noch ein Atemzyklus und dann gehen wir weiter. Zweite Runde. Wir starten wieder vom Hund. Einatmen, lüpf dein linke Bein. Dann ausatmen, zieh das Knie vorne zu deiner Nasenspitze und dann kannst du es langsam senken für Pigeon Pose. Und du musst dich hier kurz wieder ein bisschen einrichten, dass du Halt hast. Du spürst die Dehnung an der Aussenseite spürst, von deinem Gesäß links. Und dann kannst du dich nochmal ein bisschen strecken, ein bisschen räkeln. Dann ausatmen, senken, vielleicht auf den Unterarm oder ganz flach ablegen. Probier dann möglichst loszulassen. Gib dich dieser Position hin, dieser Dehnung. Nochmal eine Einatmung lang. Und ausatmen, noch ein bisschen mehr loslassen. Und dann einatmen, stützt dich ab, richtest den Oberkörper auf. Du kannst sehr gerne hier bleiben. Oder wenn du nochmal ein bisschen balancieren und ein bisschen twisten, bring deine Hände vor dein Herz. Und dann dreh dich auf die linke Seite, bring den rechten Ellbogen vielleicht über das Knie oder stütze ihn ab auf den Boden. Dann schön gegendrücken, Brustkorb noch ein bisschen mehr nach oben öffnen. Gut, dann mit der nächsten Einatmung vorsichtig wieder zurück. Und ausatmen, bring deine Hände tief. Und dann setzt du dich auf deine linke Seite, ziehst dein rechte Knie nach vorne. Dann spreizt die Beine so ein bisschen mit einem Zickzack. Und dann bring deine linke Hand hinter dein Gesäß. Und dann den rechten Arm nach oben strecken, einatmen, lüpft dein Becken, schieb es nach vorne und den rechten Arm nach hinten. Du kannst einen grossen Kreis machen mit dem Arm, mit der Ausatmung das Becken wieder senken. Dann einatmen hoch, einen grossen Kreis, Knie auf die Rückbeuge und ausatmen wieder tief. Noch einmal einatmen hoch, Brust öffnen, Hüfte öffnen, ausatmen, senken. Und dann kannst du dein rechte Bein ausstrecken. Ich glaube, ich drehe mich da besser zu euch. Genau, das rechte Bein ausstrecken. Das linke Bein bleibt angewinkelt
Und dann bringst du deine rechte Hand an die Innenseite von deinem Unterschenkel. Oder halt dort, wo sie hinkommt. Linke Arm hoch, einatmen und ausatmen. Neig dich auf die rechte Seite. Je nachdem hast du dich am Fuß, aber denk daran, das ist nicht unbedingt das Ziel. Es geht hier um die Dehnung über deine linke Körperseite. Blick noch aufrichten. Dann einatmen, zurück in die Mitte. Ausatmen, drehen den Brustkorb zu deinem rechten Knie. Und dann musst du dich nochmal strecken mit der Einatmung. Mit der Ausatmung kommst du so in eine Vorbeuge. Und von der Idee her möchtest du jetzt den Brustkorb wieder zum rechten Knie führen oder sogar ein bisschen drüber raus. Und dann komm langsam wieder zurück. Dreh dich zum vorderen Mattenrand. Schnell wechseln, dass wir wieder gleich sind. Und dann komm in einen dreibeinigen Hund. Das rechte Bein hoch. Ah, nein, Entschuldigung, linke Seite natürlich. Das linke Bein hoch. Und wenn du möchtest, fließ nochmal durch ein Vinyasa-Einbeinig. Und dann den Fuß zurückstellen, ins Brett einatmen. Ausatmen, komm langsam tief. Cobra oder der Hund, der noch rauf schaut. Ausatmen ins Brett. Nochmal einatmen. Und ausatmen, Hund, der noch runter schaut. Dann lauf mit den Füßen noch für ein paar Schritte. Lauf mit den Händen ein paar Schritte zurück. Und dann komm mit dem Gesäß tief für Malasana, den Yogi Squat. Deine Füße angenehm positionieren und dann kannst du deine Hände wieder ins Anjali Mudra nehmen. Dann dein Aufrichten, einatmen und ausatmen. Dann bring die rechte Hand an linke Unterschenkel, an Schienbein. Streck den linken Arm nach oben und neig dich da ein bisschen auf die Seite. Dann kannst du mit der unteren Hand ein bisschen ziehen am Schienbein und öffnest den Brustkorb. Nochmal einatmen, noch einmal ausatmen und die Seite wechseln. Linke Hand ans rechte Schienbein, streckt den rechten Arm nach oben, einatmen und dann auf die Seite. Einatmen, kommt zurück in die Mitte. Ausatmen, den Oberkörper nochmal gerade aufrichten. Schieb mit den Ellbogen deine Knie vielleicht noch ein bisschen weiter auseinander. Und dann ausatmen, kannst du gleich abhocken. Bring deine Füße nach vorne. Wir einatmen und ausatmen. Kannst langsam abrollen, komm auf den Rücken. Dann sind wir schon in der letzten Sequenz vor Shavasana. Bring dein rechte Knie auf an deine Brust. Das linke Bein kannst du ausgestreckt lassen. Und dann löse die rechte Hand. Zieh mit der linken Hand dein Knie auf die linke Seite für einen Twist. Dann kannst du den rechten Arm auf Schulterhöhe ausstrecken. Den Blick gerade nach rechts drehen. Und hier ein paar Atemzüge geniessen. Nochmal einen Twist. Schau, wie sich die Wirbelsäule anfühlt nach all diesen Drehungen. Du kannst sehr gerne die Augen zuläuten. Und schon so ein bisschen anfangen, entspannen und alles ein bisschen ruhiger werden lassen. Und dreh dich zurück auf den Rücken. Streck dein rechte Bein gerade nach oben. Heb dich mit den Händen an der Beinrückseite. Und dann ziehe das Knie etwas näher oder das Bein zu deinem Gesicht.
Und wenn du noch etwas tiefer möchtest, geh, lüpf den Kopf und wanderst mit den Händen noch etwas weiter rauf Richtung Fersen. Und dann lässt so den Kopf nochmal ab. Und vorsichtig das Bein lösen, streck das Bein nach oben, einatmen und ausatmen, senken. Wir wechseln die Seite wechseln, ziehe dein linke Knie hoch auf an deine Brust. Die Finger kannst du verschränken, mit dem rechten Bein ausgestreckt lassen, relativ entspannt. Und dann für den Twist die linke Hand lösen. Ziehst mit der rechten Hand das Knie auf die rechte Seite und streckst den linken Arm auf Schulterhöhe aus. Kannst die Handfläche nach oben drehen. Da ist noch eine schöne Öffnung in deiner Schulter. Das Gesicht zurück, ganz weich. Dann kannst du auch für dich vergleichen, die rechte Seite und die linke Seite. Unterschied im Körper wahrnehmen. Einfach um den eigenen Körper noch ein bisschen besser zu lernen. Und drei langsam wieder zurück auf den Rücken. Dann kannst du das Bein nach oben ausstrecken, den Fuß flexen. Hast mit beiden Händen irgendwo dabei Rückseite und fährst auch von denen. Schau, dass die Dehnung dabei Rückseite angenehm ist, vielleicht ein bisschen fordernd, aber sicher nicht schmerzhaft. Wenn du noch ein bisschen mehr möchtest, schlüpf den Kopf und wanderst mit den Händen vielleicht auch nur 2-3 mm weiter rauf und dann alles wieder ablegen. Und dann wird die Dehnung sofort intensiver. Nochmal einatmen hier. Nochmal ausatmen. Mit der nächsten Einatmung löst deine Hände. Streck das Bein nach oben. Und mit der Ausatmung senk dein linke Bein. Dann kannst du Bein ein bisschen lockern und die Hüfte. Und dann beide Füße aufstellen. Mit der nächsten Einatmung lüpft dein Becken. Komm in eine Schulterbrücke. Du kannst die Arme so lassen oder du kannst die Hände unter dem Rücken verschränken. Und dann schau, dass die Knie einigermaßen gerade bleiben, parallel zueinander und das Becken nach oben schieben. Tief und lang in den Bauchraum einatmen. Und noch ein bisschen hoch in den Brustkorb. Ausatmen, alles wieder senken. Einatmen zuerst in den Bauchraum. Dann in den Brustkorb, ins Herz. Ausatmen, Bauchnabel sanft zurückziehen. Das Brustbein, das sich jetzt vielleicht nur noch minimal senken. Noch einmal durch die Nase einatmen. Und wieder ausatmen. Dann kannst du deine Hände lösen, lüpf deine Fersen und roll dich Wirbel für Wirbel zurück auf die Matte. Zieh deine Knie gerade an die Brust. Komm in ein Päckchen. Du kannst deine Knie ein bisschen kreisen. Und dir so als kleine Belohnung zum Schluss noch eine kleine Gesäßmassage und Rückenmassage gönnen. Und dann kannst du deine Beine ausstrecken. Und wenn du möchtest und das Gefühl hast, du brauchst noch eine letzte Bewegung, dann kannst du das jetzt sehr gerne machen, oder? Du kannst dich bereits einrichten für deine Endentspannung Shavasana. Und ich empfehle dir, mindestens 10 Minuten liegen zu bleiben in deiner Endentspannung. Du kannst natürlich auch länger meditieren und den Körper entspannen.
Aber sicher 10 Minuten wären nicht schlecht.